Ich würde abspringen, ich würde abspringen. Sicher? Nein. Ich weiß nicht, ob er nicht rankommt. Ja, oh. Ich würde abspringen, habe ich gesagt. Pömpel. Vermutlich ein Aufzug. No. Fuck you. Hä? Naja, also. Hä, was? I am confused. Ah, ich kann wieder hochfahren. Weil wir mit dem Aufzug runter sind, oder warum? Anscheinend. Ja, und das ist der Safe Point irgendwie wahrscheinlich jetzt hier unten. Okay, schade. Dein Slide liebe ich. Wenn der Boy mal nicht sliden kann. Ja. Okay, man muss hier nicht leise man sein. Muss echt wollte ich gerade nur rausfinden. Huh? Ja, aber ich glaube, die Spieluhr wäre trotzdem unpraktisch. Das ist gut möglich. Ich sehe nichts. Uhrlicht. Ah, ich habe den Ball hochgehoben. Und jetzt renn. Ja, ich bin übel langsam. Ach halt, ich kann ja rennen, während ich was halte. Ja, ich bin dumm, ich bin nicht, hä? Ich bin aber nicht gesprintet. Du darfst aber nicht von R2 runter auf jeden Fall. Nee, nee, aber du musst nee, Viereck halten. Ich habe vergessen zu sprinten. Geht das, wenn man was trägt? Ja. Also wenn man sich fallen lässt, man muss auf jeden Fall sofort das Licht anmachen, dass man einen Schlüssel findet und dann rennen. Ich habe einen Ball aufgehoben. Deswegen das Licht. Julia, mach uns stolz. Ich hoffe. Ich glaube nicht, dass der Use schafft. Ich glaube auch nicht. Sliden. Ich habe die Tür aufgeslidet, das Protokoll. Richtiger Boss-Move. Beim ersten Mal so, oh, jetzt leise und im Bett verstecken. Und jetzt. Jawohl, das ist mal Vorsprung. Ja, das reicht, oder? Boah, ich bin wieder so angespannt gerade. Lauf! Aber das reicht ewig. Ach, Jesus Christ, Gott sei Dank. Frage ich nur, ob der jetzt auch. Hast du den Schlüssel losgelassen? Ja. Ist falsch, ob der Stress der zweite geht? Ja, wo der andere halt jetzt gerade rumtingelt, ist eine Frage. Oder ob die jetzt die zweite und. Also, ob die jetzt runterkommt, praktisch. Nee, der ist nicht mehr in der Küche gerade. Kann ich dich ducken? Ganz entspannt. Not bad. Oh. Die Arschgeigen haben mich verraten hier gerade, oder? Ich glaube nicht. Wisst ihr aber noch, wo ich den Schlüssel verwenden muss? Ja, ganz rechts oben. Also du kannst ja vorne ist auch eine Treppe, du kannst jetzt hier hoch. Genau, hier kannst du auch vorne hoch. Ja. Da ist dann das Schloss. Oh. Ich glaube, er kommt nicht hier hoch. Da wird sich die Musik ändern, wenn er uns gesehen hätte. Jetzt? Durch die Tür, Mann! Achso, ich meine Schloss hoch, ey. Nimm das Schloss, ey. What am I doing? Kann ich es zumachen wieder? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, der Witz daran ist, dass er gleich hinterher rennt. Ja, hier. Sag mal, geh beide. Da gibt's Essen. Essen? Nö. Gönn dir. Ist da nochmal einer jetzt im nächsten Raum? Komm mit dem Strich. Oben durch. Achso. Kannst du an den Würstchen schwingen? Was für eine indiskrete Frage. Entschuldigung. Ist ein Fleischwolf. Oh, dreh am Fleischwolf. Oder häng dich an den Hebel da. Oder schmeiß dann eine Wurst rein. Julian, das da oben steht übrigens kein Licht, das ist ein Hebel, an dem man sich hängen kann. Okay, da muss Wurst rein auf jeden Fall, ja. Ja, und jetzt. Igitt. Ja, du musst das so ein Seilbogen, glaube ich. Eine Schwingkette machen, ja, du musst noch ein paar Würste machen. Werf mal noch ein paar hintereinander da rein. Ich glaube eher, dass du immer eins machen musst. Oh, es kommt nichts mehr. Hö. Hüpf selber oben rein. Das Team. Das bewegt sich noch, oder? Kannst du da schon dran springen? Da kommt nichts mehr. Ja, irgendwie. Aber da unten lag noch was. Kannst du das wieder oben reinschmeißen? Ach nee, so weit kann man wahrscheinlich werfen.
Aber das ist eine gute Frage. Im anderen Raum drüben lag da noch ein bisschen was rum. Ja, da kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Ja, wohl wahr. Die Knöpfe gibt's hier auch nicht. Ha. Vielleicht reicht es ja schon zum Schwingen. Vielleicht musst du auch irgendwie da hoch und noch für mehr Fleischnachschub sorgen, erstmal. Aber wir kommen ja hier nicht mehr raus aus dem Raum, oder? Weiß nicht, da hinten ist so ein komischer Schacht in der Wand. So ein. Ah, das ist ein Aufzug. Du hast absolut recht. Okay, Fleischnachwuchs. Schön, schmeiß mal so ein ganzes Ding rein. Ja, da, da. Ein Brickhead. Schmeiß mal das Brickhead da rein. Am besten nur das Teil und nicht mich, oder? Ja, du musst jetzt einfach ein bisschen Miet da oben drauflegen. Im besten Fall findest du jetzt auch noch mehr, bevor du runtergehst, oder? Alles glaub, auf das Fall hier legen? Nein. Ich glaube, jetzt geht es nur darum, dass du nicht selber draufstehst. Obwohl, eigentlich ist er zu. Ja. Ach so. Ja, stimmt. Ja, mehr liegt ja hier eh nicht rum, oder? Okay, ich kann gucken. Ich jetzt hier nochmal durch irgendwo? Nö, ich glaube, du kannst jetzt runtergehen und deine Kette weiterbauen, oder? Okay. Ah, Geräusche. Das ist schon cool gemacht, das Game. Ja, schon witzig. Auch ein bisschen abwechslungsreicher, ne? Gesundheit. Gesundheit. Huch. Boom, ey. Das war mal ein Bullen. Jawoll. Das muss reichen. Okay, ich reicht nicht. Never ever. Nochmal mit Anlauf hier. Nee. Ich sag ja, da muss noch ein bisschen mehr rein. Aber oben lag doch nichts mehr. Aber vielleicht, wenn du jetzt hochgehst, ist was anderes. Vielleicht kannst du auch da oben so einen ganzen Leichensack reindroppen noch. Die da hängen, weißt du? Zumindest der eine, der besonders beleuchtet ist. Der kann schlecht ranhängen und schwingen. Ah, du kannst hier vorne noch hochklettern, guck mal. Ja, du kannst echt so ein ganzes Ding da reinwerfen. Oder so. Aber das dürfte dann reichen, ein Würstchen, dann reicht's, oder? Sicher? Weiß ich nicht. Jetzt gucken wir mal, ob ich noch was drauf kriege, bevor ich nochmal runterlaufe. Ich glaube, das reicht. Efficiency. Einfach einmal kurz zeigen. Ich glaube, ausreicht. Ich bin mir ziemlich sicher, das reicht. Das ist pure Zeitverschwendung gerade. Es geht alles in meine Spielzeit weg. Jetzt wird aber grandig. Ja. Ich glaube, das reicht. Ich sag jetzt so ein Pizza fertig geräuschen, jetzt hab ich Hunger. Oh, Pizza wäre jetzt nice. Das ist so geil, wenn das einfach vorbeigeflogen wäre. Ja. Jetzt, so, aber. Jetzt aber. Zack. Jetzt will ich einen wegschwingen. Wundervoll. Träumchen. Däumchen wären Träumchen. Wer sagt denn das? Habe ich noch nie gehört. Okay. Der Jan war gerade eh wieder woanders schon nicht so gehört. My bad. MB. Ich bring mal einen Ventilator. Irgendwann machen wir das mal. Sind noch. Wir eigentlich in der Metzgerei oder? Wir waren am Anfang im Gefängnis. Ja, jetzt? Kinderkrankenhaus, ja, genau. Ja, da war auch was mit Betten und so einer Kinderkrankenhaus. Nein, wirklich? Wirklich? Da war so was Creepyes. Kinderkrankenhaus. Hat die vielleicht eine Geburtsstation oder so? Kalter Atem macht mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Ja. Kalter Atem? Okay, wir brauchen hier einen Schlüssel auf jeden Fall. Das ist ein Hebel. Vermutlich ein Aufzug. No. Ganz schlecht. Aber wo sollen wir hin? Achso, ihn austricksen. Habt ihr gesehen, wie ich da reingeslidet bin gerade? Das war sick. Das war ein richtiger Hannes-Move eigentlich. Geil. Ja, und jetzt kann ich wahrscheinlich einen Aufzug dann rein. Ach, war das. Ach so, ja, natürlich. Keine beschissene Idee. Was kann ich machen? Ja, einen Aufzug. Rein. Käse. Das
Soll ich rennen jetzt schon? Ich weiß nicht. Nee, warte mal, bis jetzt kannst du nach hinten raus oder stehst du hinten zu? Jetzt. Ich warte noch kurz. Jetzt ist ein gutes Timing. Rein mit dir. Rein mit dir. Zack. Krass. Tja, Pechkit. Wow, ey. Wie talentiert du aber auch bist im Spiel, Julian. Dankeschön, ey. Ja, ganz, so. Ganz komische Moves hier. Wie talentiert du bist. War das überhaupt... Nee, da muss ich gar nicht durch. Aber du kannst dich jetzt hier verstecken, halt, weil der kommt auch. Guck, das hab ich geahnt. I knew it. Bist du denn das hübsch? Ist das Ding ja nicht. Nee, an irgendwas ändert mich das aber auch. Ich komm nur nicht so ganz drauf, war's. War das jetzt gerade Sarkasmus, musst du da? Ne, das war. Nein, überhaupt nicht. Ich denk so an. Hat er gerade reingeböllert? Ja. So Tür auf. Der erinnert mich übel aus, an den Boss aus Dark Souls 2. Da gibt's auch so einen Blobwurm. Der gute alte Blobwurm. Ist ja nett. Jetzt lass uns mal hier. Kannst du ganz hinten rum unter den Tischen laufen? Er riecht mich doch dann, oder? Ja, der ist kein Riecher. Der hat nicht so lange Arme. Boah. Triggerwarnung, Entschuldigung an alle, die zuschauen und nicht darauf vorbereitet waren. Wir waren es auch nicht. Hallo? Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, da lang zu laufen. Mhm. Da ist ein Schlüssel. Merkt's euch. Wo? Oh, wo? Direkt auf dem Tisch. Direkt auf dem Tisch, natürlich. Und links davon ist sogar so ein. Den brauchen wir safe. Du musst jetzt irgendwie schaffen, da ranzukommen, ohne in seinem Omelett zu landen. Durch, obwohl die Tür wird auf der anderen Seite sein, aber wir müssen eh. Gehen jetzt hier rein. Du kannst oben durch, da ist ein kleines Loch. Ja, ja, aber ich hol erst den Schlüssel, oder? Ja, ja. Das ist halt die Frage, ob wir erst gucken wollen, wo er rein. Aber kommst du da nicht mehr hoch, gell? Ja, der ist eine Treppe links. Okay. Aber müssen wir da auch da lang? Wisst ihr das schon? Safe. Wohin sonst? Von der anderen Seite kommen wir. Wir hatten doch schon vorher die Türe, wo wir das Schloss gebraucht haben. Nee. So? Den Schlüssel haben wir doch schon längst reingesteckt. Ich glaube, wir haben schon wieder eine neue Tür gefunden. Sicher? Ja. Also du brauchst jetzt nicht hinzuhören, der da steht. So viel ist Fakt. Einzig Fakt. Hat er jetzt Fleisch gerade unter seinen Hautlappen geschoben? Habt ihr es gesehen? Irgendwie. Ach cool, jetzt geht die Animation von neuem los. Jetzt guck mal, wenn er Fleisch nimmt. Es ist nämlich gar nicht sein richtiger Mund, es ist eine Maske. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ja, dass du. Ja, was war jetzt dein Plan, was wir mit dem Schlüssel machen nach links, nachher? Ich will nach links rennen. Nach links. Ja, okay, du hast voll recht. Ja, guck. Das ist ja ekelhaft, ey. Wirklich eklig. Jetzt lauf doch mal nochmal nach hinten hier. Ja, nur den Toten lassen wir kurz essen. Oder sollen wir irgendwo was holen und dann ablenken im anderen? Das kann auch sein, dass wir erst rüber müssen und dann einen Schlüssel holen. Was? Das war jetzt ungeschickt. Jetzt hat er dich irgendwie gebrochen. Ich werde rennen. Jetzt sehen wir vielleicht noch die Tür. Bitteschön. Kannst du noch rüber gucken? Wir werden den ablenken müssen, glaube ich. Ja, ich glaube, wir müssen erst darüber. Hier müssen wir irgendwas machen. Da ist ein Knopf. Okay. Da ist ein Button. Wahrscheinlich den Herd anschmeißen oder so. Push the button. Push the button. Ah, ja. Gut. Another day, another challenge. Kommt der jetzt gleich hoch erst? Nee, ich glaube, der ist schon in der Küche. Okay. Hoppa, bisschen zündeln, zündeln, zündeln. Lalalala. Muss ich auf irgendwas achten oder kann ich einfach durchlaufen? So weit wie möglich am Rand einfach laufen. Ich glaube, da passiert nicht viel. Holz, er dreht sich um und du bist gerade in der offenen Fläche. In der offenen Fläche. Vor dem Freien. Wenn du jetzt schnell bist, kannst du den Schlüssel vielleicht einfach klauen. Ich glaube, der sieht dich und catcht dich in. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, der ist auch viel zu schnell. Ich glaube, die Animation ist dafür da, dass man nicht direkt durchlaufen kann. Ja. So, und jetzt kann man da natürlich einfach mal in einen anderen Raum jeden. Am besten da hochklettern. Ja. Können wir mal gucken, was da so abgeht. Ja. Und die Idee mit dem Button am Herd war auf jeden Fall cool. Ja, der macht wahrscheinlich leer und dann kommt er und kann man Schlüssel holen. Den kannst du vielleicht doch einfach drücken. Nein. Ja, aber die Frage ist, ob links jetzt noch eine Tür ist. Für einen Schlüssel. Oh! Du kannst auch rennen dann jetzt. Als ob das funktioniert hat. Zack. Und jetzt? Ja, dann müssen wir wohl doch nach rechts. Hatte Jan recht, dass da noch eine Tür ist. Kann ich mich aber nicht dran erinnern. Told ya. Jetzt geht's nach unten? Ja, da kommen wir doch her. Da kommen wir her, okay.
Aber wo war hier die Tür? Ach, da. Ah. Ja, ich meine nur. Ja, aber haben wir die gesehen vorhin überhaupt? Also ich schon und wir hatten uns auch, glaube ich, drüber unterhalten. Nee, ich glaube nämlich nicht, weil der Typ kam aus dem Fahrstuhl raus und wir sind direkt reingerannt, weil der Junge sich erschrocken hat und eine Kiste versteckt hat. Wir haben die Tür kein einziges Mal gesehen. Ja. Alter, kommt der Dude hier rein, oder? Ja. Lalalalalalala. Mann, ey. Sieht krass aus. Ach, der muss uns die Tür aufmachen, oder? Dankeschön. Mich interessiert das Ding da aber an der Wand. Der Ofen. Ja, ich sitze auch mal. Ist ein Wäscheabwurf mäßig für Fleisch. Wäscheabwurf. Sag ich doch, ein Wäscheabwurf. Ja, aber jetzt kann ich da irgendwie... Kann schon reinspringen wahrscheinlich. Und dann kannst du da runtersliden. I mean, I'm not there. Ein Pömpel. Und ein Schalter. Ein Pömpel. Aber wie du dich freust über einen Pömpel. Ein Pömpel. Ja, aber. Ja, das ist ein Pömpel. Wunderschön. Ja. Okay. Das hat er recht, das ist sowas wie ein Wäscheabwurf, nur Fleisch. Nur für Müll. Ach, guck mal, hier kann man klettern. Aber halt auch nicht hoch. Ich glaube, der Pömpel ist wichtig. Ich glaube auch, weil der so... Ja, der ist so sehr prominent. Den kannst du, den kannst du nehmen, greifen. Oder? Ja, greif den mal. Ja, aber mach doch nicht. Okay. Okay. Will kannst du dagegen sliden? Es sah cool aus, hat so eine Krasse. Okay, guck mal, ob ich hier vorne irgendwie... Nö. War. Okay, was ist mit uns runtergefallen? Nur Dosen. Dosenbürste. Was ist das Rote da hinten? Nee, nicht den Schuh. Die Box. This one? Mhm. Da ist das Augensymbol drauf. Meinst du, ist für irgendwas gut? Nö, aber mir ist auch... Ach, guck mal, ich kann hier, auf der Seite kann ich auch noch klettern. Augensymbol drauf ist. Und guck mal, hier geht's sogar weiter. Und eine Öffnung. Sehr gut. Thank God. Jetzt werden wir gleich weggespielt. Der macht schon Abwasch, guck mal. Das ist zu zweit sind sie diesmal. Ich glaube, man kann jetzt entweder mit dem Wäscheabwurf hier unten durch oder man muss da oben überall vorbei. Oder ich glaube, du musst irgendwann auf jeden Fall hoch. Ja, jetzt hättest du spätestens hoch müssen. Nö. Ich kann man so aufrödeln. Nö, will ich nicht. Hast du kurz greifen? Aber hier komme ich doch nicht mal hoch, oder? Nee, aber das andere war offen, oder? Das erste war, glaube ich, offen. Das erste, natürlich war es erst. Probier. Okay. Achso, gut, laufen wir mal zurück. War da wirklich eins offen? Hier, da ist offen. Ah, guck mal. Nee, doch. Und dann gleich nach rechts rennen? Ja. Ich habe keine Ahnung, aber links im Bild ist wieder ein Pempel. Du könntest auf jeden Fall... Ah. Ja, aber was soll uns das bringen? Ich wollte es nur mitteilen, Entschuldigung. Das ist eine dumme Idee. Einfach da runtersliden. Zack. Voll dagegen, ey. Die stellen sich aber auch ganz schön dumm an, gell? Sehen nicht da drunter sliden, dann sind sie verwirrt. Ich fand dem mit den langen Arm irgendwie gefährlicher. Nein! Fast voll die Spur hinterlassen gerade bei deinem Slide. Ey? Ja. Okay, was haben wir hier? Da ist ein Hebel auf jeden Fall. Ah! Okay. Du meinst diesen riesengroßen Hebel da mitten an der Wand, den ich übersehen habe? Da kommt was. Ah. Haben wir das Falsche gedrückt. Da kommt gar nichts, oder? Ich glaube nur, dass die im anderen Raum gelaufen sind. Schnapp dir den Hebel. Ja. Ich versuch's wirklich. You know Ned Whittler. Ich versuch's wirklich. Hallo? Du musst von der anderen Seite den Hebel betätigen. Ist der Captain Obvious Button? Und jetzt da drunter wieder, nee, oder? Schnell hoch, da oben ist was lang gefahren. Ich glaube, da kannst du... Kommst du da hoch? Nein, ja, gut. Nicht. Aber der sieht dich da nicht. Dummkopf. Ah, und ich glaube schon, dass du mich siehst. Hä, warum bin ich da nicht hochgekommen? Hättest du da hoch müssen? Ich glaube, also oben ist irgendwas lang gefahren. Man kann sich halt irgendwo festheben. Ich weiß nicht, wie schnell es losgeht. Ach, Mann. Hätte auch klappen können. Da spricht denn die Time? Die Time?
Sie spricht 22:25 Uhr. Schön, dass ihr noch dabei seid, Leute. Es ist 22:25 Uhr. Ein, genau genommen ein Leut. Ich glaube, ich muss die Statistiken ausstellen. Wie lange machen wir denn heute? Ich würde sagen, wir machen jetzt noch gute 15 Minuten oder so, oder? Der macht jetzt die... Ah, aber wie kommen wir da jetzt raus? Die Frage ist, kommst du irgendwie anders hoch? Guck mal, da oben kann man auch wieder zurückgehen. Ich habe jetzt aber irgendwas aktiviert. Ja, da oben, diese Kette ist... Guck mal nach oben. Da läuft so eine Kette durch mit so... Vielleicht kann ich nicht hochkommen. So Fleischhaken dran. Falls ja, du dich jetzt irgendwie dranhängen kannst. Müsste ich eigentlich schon irgendwie ranhängen. Alter, einfach im Schaum versteckt. Cool, das bleibt sogar sticky. Ich hätte das gern... Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Entschuldigung. Ich dachte, bin ich gut versteckt. Ihr habt jetzt eine Idee, was wir da machen können. Wir müssen den Hebel aktivieren, dann müssen wir nach links und wahrscheinlich irgendwo hoch. Links hoch. Schätze ich. Gehe ich von aus, ja. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Bevor ich den jetzt aktiviere, will ich ja einmal kurz... Gegen die Wand hüpfen zweimal. Schauen, ob man hier irgendwo doch nochmal hochkommt. Da ja, ging es nicht, das hatte Jan vorher probiert. Den Opfer bin ich da gehangen, ey. Okay, also hier links hoch und dann... Ah. Ja, guck, und dann müssen wir auf der anderen Seite uns wahrscheinlich daran festhalten, an diesem, was immer da okay. Hin und her fährt. Krieg mal hin. Ja. Weil wir drehen es nämlich um. Genau, jetzt musst du da nach links in den anderen Raum wahrscheinlich. Kann ich hier Licht anmachen übrigens, dann ist es ein bisschen heller. Excuse me. Hey Leute, kommt gar nicht hier rein. Hä? Ja, der andere müsste. Der andere müsste auch noch irgendwo rumtigern. Aber wie mies! Ja, ich glaube, der guckt dir aber jetzt nach hinten an die Wand. Wahrscheinlich kannst du. Ach nee, jetzt schon weglaufen. Ah, jetzt kannst du den Besteckstapel, kannst du dich da hoch. Kannst du an den Besteck hochklettern, 100 Pro. Aber das fällt doch runter. Achso, an den Tellern. Oh shit. Kannst du nicht hochziehen? Oder? Nee. Ah, doch, da geht's hoch. Nee, da geht's nicht hoch. Komm schon. Nicht. Ja, boah, mir hat's kurz wieder alles zusammengezogen gerade. Alter, also, wieder die Musik kurz leise. Ja, und dann vibriert ja. Der Controller. Musst du von diesem Fenster da rüberspringen und dann von da ich aus glaub, da hoch? Ich glaube, dass man da hochklettern kann. Ich glaube, wir müssen einfach weiter zurück. Natürlich kann man da hochklettern. Ja, aber das muss doch einen Grund haben, dass da oben die Haken durchfahren. Ja, aber ich schätze mal, wenn wir noch weiter links in den Raum laufen, hochkommen. Glaubst du, die fahren immer noch die Haken oder ja. Müssen wir den Hebel wieder nein, nein, das passt schon, die laufen durch. Also ja, aber wie komme ich da jetzt raus, wenn der Dude da ist? Ja, das ist dein Problem. Ich fürchte, du musst warten, bis er weg ist. Das ist dein Problem. Ja, dankeschön, für nix. Ah, okay. Aber wir hätten einen Death Counter einführen können. Okay, ich möchte keine Konversation betreiben, ich merke schon. Ja. Hä, 100 Pro muss man den Besteck hoch? Also an dem Geschirr. Wir erinnern an dem Geschirr. Alter. Meinst du, Herz? Vielleicht musst du auf den Tisch oder an dem Geschirr hoch. An dem Tisch hoch, oder was? Mhm. Na, das glaube ich nicht. Ah, guck mal, an dem da. Meinst du den Tisch hier? Ja. Den präsent im Raum. Nee, glaub, da kriegt ihr... Ach, ihr Arschgeigen, okay. Hey, ich glaube nicht, dass wir hier hoch doch, müssen. Doch, ich glaube auch. Aber wo läuft denn das Rohr lang? Der ist so schön mittig. Ich werde das jetzt machen, wie ich das geplant habe. Versuch. Okay, mach das. Ich bin gespannt. Lass mich da jetzt doch von euch nicht hier... ...in die Irre führen. Guten Morgen. Dann kannst du dich auch in der Seife verstecken. Ich glaube nicht, dass es geht. Nee, da hat er dich doch vorhin gecasht. Ach, da kann man sich nicht hochziehen. Ja, okay, ich hab's kapiert. Danke, Leute. Du kannst auch jetzt schon vorrennen wieder, weil du hast ja gerade freie Bahn. Na, nee, der andere rennt ja auch noch irgendwo rum. Jo. Und jetzt da unter den... Nee, geh da gleich hoch an auf den Tisch, wenn das geht. Ich glaub, es geht nicht. Geht nicht. Aber nicht da drunter. Kannst du wieder runter ins Ding nein, wieder runter? Nein, da nicht. Rohr. Fuck. Als ob es funktioniert. Ach, damit. War das close.
Aber da oben läuft er direkt über dem Stapel. Wir müssen an dem Stapel. Ja, okay, wir müssen an den Stapel. Ins Rohr, da unten wieder runter, das ist auch ins Rohr flüchten. Gute Idee. Aber wie kommt man dann auf den Tisch hoch? Ja, wenn sie weglaufen. Wenn sie weglaufen, wenn die Bahn frei ist. Ja, aber an dem Tisch, der ist ein Zug. Du kannst dann hochklettern. Okay. Ach so. Also gefühlt. Vielleicht auf der Schaumseite. Vielleicht müssen wir echt sogar noch weiter nach links. Ich habe absolut keinen Plan. Aber das weil tue ich eigentlich. Die Kette, die hat ja irgendwo ihren Ursprung. Also kann es auch sein, dass er ganz weit nach links laufen. Nein, das passt schon. Der Stapel ist so schön angeleuchtet. Und wo ist das der, wo man hoch muss? Okay. Hey, Alter, welche Tasche muss ich drücken? Ich mir gerade ein bisschen vor. R2. Das mache ich doch. Nee, du machst Kreis. Nee, offensichtlich nicht. Nein, nein. Jawohl. Oh, fuck. Mega. Alter, aus der Luft. Das Geräusch ist so komisch immer. Aus der Luft abgegrabt. So. Also das war übrigens mein letzter Versuch für heute. Okay. Oh. Okay. Geht's jetzt noch bis zu mir und dann ist vorbei? Würde ich sagen, ja. Guter Plan. Krank. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist das Problem von der nächsten Woche. Sicherheitsspieler, langweilig. Lappen. Oh. Hallo? Kannst du mal weggehen hier? Ich hab grad gedacht, er hätte dich entdeckt. Dachte ich, hat er ja irgendwie auch. Er hat zumindest unter deinem Tischchen nachgeschaut. Aber er hat nicht nach dir gegriffen. Kannst du jetzt hier vorne rumlaufen eigentlich? Ja, guck mal. Übel smart. Viel besser. Die ist. So, da müssen wir hochkommen. Ja, die Frage ist nur, wie. Wie? Aber guck mal, da über diesen Schaumding, vielleicht geht es wirklich, dass man da irgendwie hochspringen kann oder so. Zweifel ich. Ja, same. Aber da oben laufen die Haken schon offensichtlich vorbei. Oder versuchst halt wirklich noch weiter nach links zu kommen, in der Hoffnung, dass es da was probieren, ja. Ich versuche weiter nach links zu kommen. Ganz schlechtes Timing. Ist hier vorne links der Abgang runter in den... Direkt vor dem Holzbrett. Ah. Ja, ach nee, hier vorne ist noch mal einer, aber da ist, glaube ich, ein Gitter drauf. Ja, ne? Da ist noch ein Gitter drauf. Ist da eins drauf? Ja. Probier's aber lauf mal eins weiter einfach. Ja, weil im nächsten komm ich runter. Tempel. Aber jetzt kannst du rüberlaufen, mal gucken, ob man da irgendwo hochkommt. Ah, da kann man hochklettern. An dem Tempel, oder was? Ja. Nein, da geht's den Pempel, der so in der Luft backt. Ja, das wäre eine Option. Vor allem jetzt hast du gerade reine Luft. Reine Luft. Ich komme hier aber nicht hoch. Freie Luft. Ja, weil da zu ist. Ist da halt echt zu hier. Ja, du musst einmal nach rechts. Weiter nach rechts wieder. Mhm. Ja, läuft jetzt gleich wieder zurück. Nein. Alle Zeit der Welt. Ihr wollt nur, dass ich verkack. Schau mal. Ich hätte es echt nicht mal bei dem probieren. Da sind sie. Bei dem geradeaus, Hannes. Mhm. Nee. Weil da halt die Seildings genau drüber ich geht. Ich probier's da links. Okay. Hannes, du hast eh verspielt. Dann werden wir es die Woche nicht schaffen. Da kann man sich nämlich auch schön drunter stellen hier. Aber ich glaube nicht, dass man da hoch. Hat er gerade einen Pömpel genommen? Ja. Macht hier schön Abfluss rein kurz. Erfahrungsgemäß, ich habe das ja vor in diesem Müllschacht. Du kannst mit dem Pömpel nichts anfangen. Du kannst da nicht hochgehen, gell? Okay. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, safe. Musst du die Mitte hoch. Du musst auf den Tisch da hoch. Ja, aber du hast auch noch deine Chance gleich. Ja. Oder halt noch weiter vorne vielleicht. Ja, vielleicht musst du einfach nur mal ganz an ihn vorbei und du kommst jetzt hier links irgendwo super gechillt da hoch. Das kann auch sein. Hier waren wir noch nicht. Das wäre ja enttäuschend einfach. Aber es ist so. Lol. Okay, wow. Wir haben es uns viel zu schwer gemacht. Ja. Du kannst einfach nach links aufs Brett und dann dir deinen Haken abstauben. Habe ich nicht vorher gesagt, wir müssen vielleicht ganz weit nach links. Ach, jetzt kommt doch nicht so. Und hoch also und Moment, R2. Also das habe ich das gesagt, okay. Tschüss. Schon ein bisschen cinematic, wie man da so drüber. Oh, vielleicht ist der Turm in der Mitte jetzt sogar noch ein Problem für uns. Zieh die Beine ein. Oh, ich glaube, ich finde es gerade echt nicht okay, was du da machst. Scheiße. Das ist ja geil, wenn du jetzt ein Pömpel nach dir wirst. Ja. Lol. Ich würde abspringen. Sicher? Nein. Ich weiß nicht, ob er nicht rankommt. Ja, oh. Ich würde abspringen, hab ich gesagt. Damn it. Es tut mir jetzt ein bisschen leid.
Ich bin abgesprungen. Aber was müssen wir jetzt alles neu machen? Ab hier. Ach. Jesus Christ. Oh mein Gott. Da hab ich mich, ich hab damit gar nicht gerechnet. Ich slide, slide. Jo, sehr gut. Ja, Alter, was Gott, nein. Okay. Was für ein Finale heute. Hallo Freunde. Kann man an der Stelle überhaupt Stopp machen oder kriegen wir nächstes Mal einen Herzinfarkt? Wir kriegen nächstes Mal einen Herzinfarkt. Okay. Ach Gott. Richtig miese Ausgangslage, aber auch für dich hier. Ja, war aber okay. Ja, war, ja, es war machbar. Ja. So Stellen hatten wir alle. Unfair schon. Für alle, das meine war der Güte. Dir. Auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ja, Leute, das war's. Ja. Hannes, irgendwelche letzten Worte? Ja, also, ich. Oh, schön, mit der Musik in meiner Brust. Ich fand's schön, dass ihr heute alle da wart. Wir sehen uns dann nächste Woche. Wahrscheinlich spielen wir das Spiel weiter. Ich denke vielleicht auch, sogar ja. Fertig. Mal schauen, okay, ja. Wir wissen nicht genau, wie lange es geht. Und wir freuen uns dann auf euch nächste Woche um 19 Uhr, dienstags, wieder hier. So, ungefähr 19 Uhr. Ja, 19 Uhr kriegen wir schon hin, vielleicht.